Willkommen zur ersten Folge von SnowRunner, dem neuen Offroad-Abenteuer und dem Nachfolger von MudRunner. Wir werden uns das Spiel in dieser und den nächsten Folgen im Detail anschauen, werden endlich wieder Offroad durchstarten. Und wenn ihr genauso viel Bock wie ich auf das Spiel habt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr es selbst spielen wollt, schaut mal in die Videobeschreibung, da ist alles verlinkt. SnowRunner ist nämlich ab jetzt für den PC, die Xbox One und die PS4 verfügbar. Und ich würde sagen, wir starten direkt mit einem neuen Spiel, gehen allerdings hier auf weiter, denn die ersten Meter habe ich schon hinter mich gebracht und den ersten Wachturm habe ich auch schon freigeschaltet. Ihr seht es hier. Da kann man auch direkt die Beobachtung starten und sieht dann, so sieht die Landschaft hier aus. Also grafisch schon was ganz anderes als MudRunner. Das Gameplay ist teilweise gleich, als zumindest die Steuerung, aber es gibt wahnsinnig viel zu entdecken, wahnsinnig viel zu tun. Die ersten Meter waren jetzt nicht so spannend. Ich habe eine Tanke freigeschaltet, habe hier den Wachturm freigeschaltet. Spannend wird es aber ab jetzt, denn sobald wir die Handbremse gelöst haben und hier noch den Allradantrieb aktiviert haben, müssen wir uns aufmachen, um den ersten Truck freizuschalten und dann den ersten Auftrag anzunehmen. Der Truck steht hier vorne, das heißt, wir müssen hier einmal rechts, hier vorne links und wieder links und dann geht's gleich auch schon los. Ich freue mich wahnsinnig auf das Spiel. Und sobald wir hier den richtigen Gang drin haben, so, kann's auch losgehen. Ich bin auch sehr gespannt auf euer Feedback zum Spiel. Was sich so alles verändert hat, das werde ich so im Laufe des Videos nochmal berichten. Ich habe aber natürlich auch nur die ersten Minuten hier reingespielt, um mich selbst nur nicht zu stark zu spoilern. Uiuiui, hier geht's schon los. Eine Rutschpartie. Aber ich denke, ein paar Änderungen sind schon offensichtlich. Und spannend wird dann der erste große Auftrag. So. Ah, ich bin auch guter Dinge, dass wir uns spätestens in der nächsten Folge festfahren. An der Stelle auch nochmal vielen Dank an Focus Home Interactive für die Unterstützung in diesem Video. Das Ganze ist nämlich eine Produktplatzierung. Im nächsten Video geht es aber dann ganz normal weiter. So, und dann sind wir hier schon auf der etwas größeren Straße. Man denkt, ist eine befestigte Straße, aber weit gefehlt. Sie ist genauso, in genauso im Zustand. Und jetzt muss das hier links, glaube ich, schon irgendwo sein, ne? Ich werde mir mal eine Markierung setzen, sodass ich die Ausfahrt nicht verpasse. Manchmal ist das hier schon relativ versteckt. Und kann euch bei der Gelegenheit auch direkt mal die Innenperspektive zeigen. Die sieht nämlich auch wirklich fantastisch aus. Im Gegensatz zu MudRunner. Bei MudRunner war das ja nur teilweise drin und auch nicht so richtig schön umgesetzt. Und jetzt funktionieren hier die Spiegel. Man sieht das Lenkrad. Und gerade wenn man dann auch mit Lenkrad spielt, macht das schon echt Spaß. Und da vorne ist unser erster richtiger Truck. Neuer Truck entdeckt. Du hast deinen ersten Sattelzug entdeckt. Dieser Truck ist für den Einsatz auf befestigten Straßen vorgesehen und verfügt über keine Offroad-Option. Das ist schon mal richtig gut. Das ist mein Highlight hier. Okay. Das heißt, wir sollten uns an befestigte Straßen halten. Da würde ich sagen, gehen wir einmal hier auf die Map. Und klicken den einmal an. Nee, ich möchte den anderen. Ah ja, doch, hier. So. Das ist das Teil. Und auch da nehmen wir jetzt mal die Handbremse raus. Und dann gucken wir mal, wie wir mit einem Truck durch die Gegend kommen, der keine Offroad-Funktion hat. Aber durch den Schlamm muss. Wird sportlich, wird gut. Also weder Allrad noch Differentialsperre sind hier irgendwie aktivierbar. Aber ich denke, wir kriegen das schon hin. Bin da guter Dinge. Und jetzt schauen wir uns den ersten Auftrag an. Den haben wir noch gar nicht entdeckt. Alles klar, dann würde ich sagen, fahren wir erstmal in die Stadt. Und alles Weitere werden wir dann sicherlich gleich gesagt bekommen. Hauptsache runter von diesen Straßen hier. Uiuiui. So. Es ist übrigens so, dass hier mitgeliefert werden drei Regionen. Ich glaube eine russische Region, dann noch Alaska und eine dritte Region. Insgesamt sind es allerdings 11 Karten und jede dieser Karten ist viermal so groß wie bei MudRunner damals. Das heißt, es gibt wesentlich mehr zu entdecken und besonders ist hier, dass die Missionen logisch aufeinander aufgebaut sind. Das heißt, wir werden sehen, zum Beispiel mit einem Brückenbau wird man neue Stadtteile oder neue Gebiete hier erreichen können, die man vorher nicht erreichen konnte.
Und für den Brückenbau muss man verschiedene Materialien anliefern. Und genau so lautet, glaube ich, auch der erste Auftrag. Das heißt, hier ist vieles drin, was man sich von MudRunner damals gewünscht hätte. Welche Kritikpunkte es vielleicht gibt, werde ich dann in den nächsten Folgen nochmal aufzählen. Wenn wir ein bisschen was von dem Spiel gesehen haben, vorher ist das vermutlich noch nicht sinnvoll. So, schauen wir nochmal schnell. Haben wir denn Stadtlager? Da möchte ich hin. Das ist einmal links und dann nochmal rechts. Und dann schauen wir mal, ob wir von dort aus die erste Mission vollbringen können. Boah, diese Sonneneffekte. Man sieht ja gar nichts mehr hier. Uiuiui. Leco mio. Das mit diesem brachialen Truck. Wir fahren mal hier rein. Wenig los in der Stadt. Geisterstadt hier. So. Und dann ist hier offensichtlich... Ist das Warehouse? Ja, hier. Okay. Fahren wir mal hier rein. So. Du kannst Anhänger, die du in der Wildnis findest, ankoppeln und je nach Bedarf verwenden. Anhänger müssen über das Funktionmenü angehängt werden. Sollte dies nicht möglich sein, kann es dafür mehrere Gründe geben. Okay. Brauchen wir denn schon Anhänger? Das ist jetzt erstmal die große Frage. Frachtverwaltung. Metallplanken, was brauchen wir? Steel River Township. Renovierung der alten Brücke. Metallplanken. Wir brauchen Metallplanken, also nehmen wir die mit. Großartig, du hast jetzt einen leistungsfähigen Truck für Schwertransporte. Naja, leistungsfähig bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Leider bist du vom Festland abgeschnitten, baue also die Brücke wieder auf, um die Werkstatt zu erreichen und Aufträge zu bekommen. Das ist die erste Mission, die werden wir direkt mal annehmen und nehmen dann hier diese Metallplanken mit. Automatische Beladung. Und dann würde ich sagen, kann es auch schon losgehen. Dann gehen wir, oder wir können auch da vorne rausfahren. So, und dann versuche ich das mal hinzubringen. Vielleicht sollten wir uns vorher noch schnell eine Route überlegen, wo wir das am, oder wie wir das am intelligentesten da hinbringen. Ich glaube, hier vorne war dieser, hier, das muss die Brücke sein. Hier, ja. Also fahren wir. Ah ja, hier bin ich auf den ersten Metern schon mal angekommen. Wird spannend. Wird spannend. So. Und dann geht's hier lang. Hier lang. Und dann hier rein. Okay. Aktivieren. Wir sind jetzt bereit, die Brücke zu reparieren. Dieser Truck verfügt über eine Ladefläche für Fracht. Jeder Truck oder Anhänger hat eine eigene Frachtkapazität, die in Slots berechnet wird. Dieser Truck kann 2 Frachtslots transportieren. Alles klar. Oh je, und es wird dunkel. Das heißt, erstmal Licht anmachen. Aber dann auch ein bisschen Gas geben, weil bei Dunkelheit zu spielen, das war noch nie so ganz mein Ding. So, ich glaube, wir müssen da vorne dann nochmal links fahren. Und dann sind wir gleich auf einer Straße. Dann dürfen wir nur die Ausfahrt nicht verpassen. Aber ich habe auf meinem Weg zu dem Wachturm schon gesehen. Na komm, fahren wir hier lang. Um den ersten Wegpunkt zu absolvieren. Ich habe auf meinem Weg schon gesehen, dass die Straße an einer Stelle beschädigt ist. Das heißt, das muss man dann umfahren. Müssen wir mal schauen, wie wir das hinbekommen. So. Okay. Eine Baustelle sorgt hier noch zusätzlich für Schwierigkeiten. Aber ich versuche den Truck mal so einigermaßen heile rauszubekommen, denn ich habe aktuell noch keine Werkstatt. Und ich weiß auch nicht, wo eine ist. Auf dem Stück, was ich bislang so erkundet habe, ist jedenfalls keine. Oh, bin ich jetzt einen kleinen Schlenker hier durch die Stadt gefahren. Aber so haben wir es auch mal gesehen. Und dann fahren wir hier links nochmal. Wieder raus aus der Stadt.
So, in der Werkstatt kann man auch eine ganze Menge machen in SnowRunner. Der ein oder andere von euch hat vielleicht das Video, was ich vor ein paar Wochen schon mal zu SnowRunner gemacht habe, gesehen. Da werden ja fast alle Features aufgelistet. All das, was irgendwie neu ist, wie das jetzt aussieht, wie das jetzt gemacht wird und auch welche Restriktionen es vielleicht gibt. Also, was jetzt vielleicht nicht mehr so einfach ist. Und eine der Dinge, die nicht ganz unwichtig sind, ist das neue Feature. Ah ja, da ja. So, ich würde sagen, wir haben es eilig, wir nehmen die Abkürzung. Oh, 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 oh. Denn eigentlich muss man das umfahren. Aber das dauert lange, weil das Schlamm ist und wir haben keinen offroad-fähigen Truck. Also nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. So, hoffentlich fallen wir hier nicht hin. Aber ich glaube, es sieht gut aus. Das kriegen wir hin, das kriegen wir geschaukelt. Ja. Ich höre sie schon läuten. Aber jetzt sind wir wieder auf der Straße. Die Schlammsimulation kommt mir ein bisschen anders als bei MudRunner vor, aber es ist nur marginal die Veränderung und ich weiß noch nicht, ob es besser oder schlechter ist. Ich spiele übrigens fast auf Ultra. Um das zu machen, braucht ihr aber schon ganz gute Hardware. Es gibt aber viele Optionen, die man aktivieren und deaktivieren kann. Also das kann man gut personalisieren an das eigene System. So, hier links muss die Brücke sein und da ist auch schon unser Abladepunkt. Das Brückengestell wurde schon fertiggestellt, 2 Stahlträger sind hier. Mehr aber nicht. Den Rest liefern wir. Frachtverwaltung. Entladen. Und damit in der Abendsonne wird die nächste Stahlkonstruktion. Die Brücke macht Fortschritte, ist aber noch nicht ganz fertig. Damit sie beendet wird, musst du weiteres Material zur Baustelle bringen. Die Lieferung wartet im örtlichen Sägewerk auf dich. Mache ihren Standort auf der Karte ausfindig und erkunde mögliche Route. Routen. Ja, das wird jetzt witzig, denn ich glaube, wir sind am Anfang, waren wir beim Sägewerk. Ja, genau, da stand nämlich der Truck. Ja, ja. Jetzt ist die Frage, wie ich da langfahre. Ich würde vorschlagen, ich nehme den sicheren Weg, fahre wieder hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, fahre durch die Stadt durch. Ich denke mal, da gibt es keinen Weg, also hier so. Und dann mache ich lieber diese Route hier. Weil mit einem anderen Truck würde ich mich das durchaus trauen, Offroad zu fahren. Aber hier bin ich mir nicht ganz sicher, ob das so eine gute Idee ist. So. Genau, eine Werkstatt habe ich wie gesagt aktuell noch nicht, aber wenn man die hätte, könnte man den Truck da individualisieren und für jeden Auftrag, den ich hier absolviere oder fertigstelle, bekomme ich eine Ingame-Währung, Geld. Und mit diesem Geld kann ich dann auch mir Konfiguration zusammenbasteln. Ich kann Schnorchel dran machen, um auch tiefere Gewässer zu durchqueren. Oder ich kann Designelemente anbringen. Oder. Also es ist eine ganze Menge möglich, aber es kostet natürlich eine Menge Geld und man muss davor ein bisschen ackern. Ja, und jetzt ist erstmal die Herausforderung, wieder hier lang zu fahren. Entgegen des Hinweisschildes. Water over road. Aber wer sind wir, wenn uns Wasser aufhalten kann? Da gehen wir hin. Da gehen wir hin. Ah, kämpft er schon. So, schön vorsichtig reinfahren. Weil es ist eigentlich, es ist noch ein sehr seichtes Gewässer. Da kann man noch nichts sagen. Komm, Baby. Wenn gar nichts mehr hilft, kannst du die Funktion bergen. Nee, ich will es ohne die Funktion schaffen. Und ich schaff's auch ohne die Funktion. Ich will mich hier noch nicht an irgendwelchen Seilen... Ja, okay. Oder? Ist da irgendeine Chance? Ich glaube, es wird von Moment zu Moment schlimmer. Komisch, weil doch die andere Seite so easy ging. Na gut. Dann machen wir uns hier fest und ziehen das Ganze ran. Ja, damit haben wir auch schon die erste
Winden. Den ersten Windeinsatz hier gesehen. Aber ihr seht, wie matschig das da hinten ist. Ja. Ah. Da geht ja gar nichts mehr. Ist das irgendwie, hat es hier geregnet oder was? Das ist ja völlig anders, das Terrain, als jetzt gerade vorhin. Ist ja fürchterlich. Muss ich mich nochmal irgendwo ranziehen. Ja, ob das kleine Bäumchen das aussieht, I doubt it. Okay, ich muss, glaube ich, hier links lang fahren. Anders wird das nichts. Erstaunlich, dass es auf der anderen Seite so gut funktioniert hat. Tief im Morast. So, jetzt aber. Etzala. Notfalls haben wir natürlich auch immer noch unseren Geländewagen, mit dem wir den Truck hier auch aus dem Schlamm ziehen könnten. Aber das ist natürlich immer sehr, sehr aufwendig und auch unnötig aufwendig. Haha, ja, jetzt stecken wir schon richtig tief drin hier. Da ärgere ich mich jetzt aber ein bisschen über mich selbst. Ich hätte ja einfach den Umweg fahren können. Naja. Mehr Action. Jetzt ist hier links natürlich auch, hier rechts auch eine Leitplanke. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier von Baum zu Baum hangeln. Aber das Ende ist in Sicht. So. Also weiter geht's. Muss immer ein bisschen gucken, dass man mit dem Gas vorsichtig ist. Weil schnell landet man dann mit dem Truck in so einen Baum. Und das ist natürlich dann nicht empfehlenswert. Aber wir sehen, es hat noch geklappt. Oh Mann, doch. Oh Mann. Extra auf Nummer sicher gegangen und dann das. So, jetzt haben wir wieder ein bisschen Zeit. Und ein bisschen Luft zum Atmen. Ist diesig. Man sieht kaum was. Aber diese Cockpits sind schon, das ist schon schick. Also, grafisch ist das Spiel auf jeden Fall. Es ist besser als MudRunner mit Shadern. Ja, ich nehme einfach die hier und dann fahre ich da vorne lang. Wieder an der Baustelle hier vorbei, wo ich eben den kleinen Schlenker gemacht habe. Wenn ihr übrigens noch bestimmte Dinge sehen wollt in dem Spiel oder wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, schreibt das gern unten in die Kommentarbox und mich interessiert auch brennend, was ihr zu SnowRunner sagt. Vielleicht lobe ich das ja hier in den Himmel und ihr seht das ganz anders, dann schreibt mir das gerne. Ich werde auf jeden Fall in den nächsten Folgen drauf eingehen. Müssen wir kurz schauen, das können wir hier versetzen und das auch, dann sparen wir uns nämlich jetzt hier das Rumgefahre. Vielleicht seht ihr das ganz anders. Schreibt eure Meinung deshalb sehr, sehr gern in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt. Aber den Auftrag werden wir auf jeden Fall noch in der ersten Folge hier absolvieren, sodass wir in der nächsten Folge dann schon mit dem nächsten starten können. Und richtig freue ich mich ja auf die Schwertransporte. Es gibt so riesige Maschinen, die man durch den Schlamm karren muss und auch über mehrere Karten. Wie das genau funktionieren soll, keine Ahnung, weiß ich selbst noch nicht. Aber wir werden uns das anschauen, werden das sicherlich dann sehen. Uiuiui, holprig, holprig. Hier wieder hochzukommen. Das passt. Das Sägewerk scheint der ideale Ort zu sein, um die benötigten Holzplanken zu beschaffen. So sehe ich das auch. Und dann gehen wir einmal in die Frachtverwaltung. Automatische Beladung. Ich denke mal, man könnte auch was anderes auswählen. Hätte man jetzt einen Kran, aber wir haben ja keinen Kran, insofern geht das auch nicht. So, einmal kurz schauen. Ist drauf. Achso, ja. Wir nehmen direkt zwei mit, würde ich sagen, ne? So. Und da geht's wieder zurück. Und nennt mich Angsthase. Aber ich glaube, ich werde es wieder so machen wie vorhin. Nämlich werde ich über die Stadt fahren. Und dann hier lang. Gerade mit der Ladung, es ist mir zu riskant. Aber ich sehe schon die Kommentare von meinem inneren Auge. Ich sehe sie schon.
Übrigens, ohne Licht ist das fast unmöglich, hier irgendwie was zu entdecken. Gerade so Gefahren, die hier ja immer wieder auftauchen können. Insofern schon empfehlenswert, mit Licht zu fahren. Und ich finde es irgendwie echt cool, das Ganze in der Innenperspektive zu erleben. Ich werde immer mal so ein bisschen switchen, weil es ja Verfechter von der einen Perspektive und Verfechter von der anderen Perspektive gibt. Aber ich glaube, ich bin jetzt schon Fan von der Innenperspektive, weil es eben noch realistischer ist und gerade mit Lenkrad auch einfach so extrem cool. In der, Holper. Ich glaube, ich fahre gerade an der Stadt vorbei, ne? Macht aber nichts. Wenn das der direkte Weg ist, nee, wir müssen auf jeden Fall in die Stadt. Ich dachte schon, wir hätten da gerade abbiegen müssen. Man kann übrigens in der Open World hier verschiedene Missionen machen. Das habe ich eben schon mal so ein bisschen umrissen. Und die kann man entweder alleine im Singleplayer, wie jetzt ich gerade machen, oder zusammen im Multiplayer. Das ist also auch noch mit verbaut. Und dieses Spiel macht wirklich Spaß im Multiplayer. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich da jetzt noch im Multiplayer starte, aber ich denke mal, dass da noch ein paar Episoden von kommen werden, vielleicht in einer anderen Region oder so. Einfach um das auch mal zu zeigen und das Abenteuer mal gemeinsam erleben zu können. Weil gerade wenn irgendwie Rettungsaktionen anstehen oder sowas, ist das schon echt spannend, auch dann damit zu spielen. So, ein bisschen Kritik gab es von euch an den Zeitlimits. Die sind aber, glaube ich, optional. Also das heißt, man kann Aufträge in jedem Fall abschließen. Ich bin zu weit gefahren. Ich fahre jetzt mal die Umfahrung oder Umgehung. Ja. Können wir eigentlich die Nacht auch überspringen? Nee. Okay. Ach doch, Zeit überspringen. Morgen 6 Uhr. Machen wir mal morgen 6 Uhr, dann sehen wir nämlich ein bisschen mehr davon. Das ist etwas anders als im alten Teil. Ein bisschen Kritik gab es bei euch an den, von euch an den Zeitlimits. Ich glaube aber, die sind nur optional. Das heißt, wenn man es innerhalb des Zeitlimits schafft, eine Mission zu erfüllen, ich glaube, bei der gab es jetzt gar kein Limit, aber bei anderen, dann hat man sozusagen einen Bonus. Dann bekommt man noch on top ein bisschen was, aber es müsste eigentlich auch ohne funktionieren, glaube ich. Aber das werden wir alles noch sehen in den nächsten Folgen. Denn in dieser Folge werden wir vermutlich gar nicht mehr so viel schaffen können. Wenn wir allerdings noch das andere Ufer erreichen können, dann wäre das schon echt schick. Weil da rutschen wir hin und her. Viel zu schnell hier eigentlich auch. So, da ist sie wieder, unsere Brücke. Er strahlt in der morgendlichen Dämmerung, im morgendlichen Nebel. Und wir entladen unsere Fracht. Und da wird das hier alles gedeckt. Damit ist die Brücke befahrbar. Sobald du genug Erfahrung sammelst, erhältst du einen neuen Fahrerrang. Jeder neue Rang gewährt die neue Option bezüglich des Erwerbs von Fahrzeugen und Zusatzteilen. Auch Missionen können bisweilen nur ab einem bestimmten Rang freigeschaltet werden. Okay. Renovierung der alten Brücke. Was ein toller Anblick, wie in den guten alten Zeiten. Jetzt kannst du die Halbinsel verlassen und die Werkstatt erreichen. Sieh dich nach deinem nächsten Auftrag um. Das machen wir doch glatt. Jeder erfüllte Auftrag bringt dir Geld und Erfahrungspunkte ein. Jeder entdeckte Wachturm bringt dir Erfahrung ein. Mit XP kannst du neue Fahrerränge freispielen, die zum Freischalten von neuen Fahrzeugen und Upgrades nötig sind. Deinen Fortschritt kannst du im Profilmenü verfolgen. Alles klar. Dann finden wir mal die Werkstatt. Haben wir schon einen Hinweis? Natürlich nicht. Oh. Hä? Ich wollte gerade sagen, ist das hier ein Fehler? Stimmt da was mit der Grafik nicht? Aber ich glaube, das ist kein Fehler. Wir sind hier in SnowRunner. Der Strommast ist einfach umgekippt. Oh, yo. Der wird gut.
Ich glaube aber, dass wir... Ich folge der Straße einfach mal. Ich folge der Straße mal nach rechts. Ich bin extrem gespannt, wo die jetzt sein soll, diese Werkstatt. Ist das hier... Steht hier irgendwas? Be prepared for the unexpected. Garage! Garage ist gut. Garage ist gut. Da wollen wir hin. Noch sind die Straßen auch gut. Ja, gut, das war's dann auch wieder mit den guten Straßen. Hier sind wir schon wieder komplett drin. Fahren einfach mal weiter. Ich meine, diese Wachtürme, die erleichtern einem natürlich, den Überblick zu behalten. Und ich finde auch gut, dass die jetzt belohnt werden. Denn in MudRunner, ich weiß nicht, wie ihr das gemacht habt, aber wenn mir ein Wachturm in MudRunner zu weit weg war und ich irgendeine Mission erfüllen wollte, dann habe ich manchmal darauf verzichtet und bin einfach mal riskanterweise drauf losgefahren. Das kann man machen, nur man muss dann halt mit der Konsequenz leben, dass man sich irgendwann komplett verfahren oder festgefahren hat. Deswegen ist das mit den Wachtürmen eigentlich schon immer ein bisschen besser. Was ist hier? No white vehicles. Okay. Ist das ein Feld? Oh ja, das ist ein Feld. Das kann man jetzt noch als Reisfeld nutzen. Da ist ein Anhänger. Was hat der denn da drauf? Oh, 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 oh. Neuer Anhänger entdeckt. Um einen Anhänger anzukoppeln, musst du dich... Ich glaube, den lassen wir erstmal hier stehen, weil ich nicht weiß, ob wir den brauchen. Und ich sehe schon, was hier gerade passiert. Das ist nämlich sehr schlammig. Ich glaube, wenn ich hier noch einen Anhänger ziehe, dann geht hier gar nichts mehr. Das heißt, ich werde vermutlich einen anderen Truck oder einen aufgerüsteten Truck brauchen. Aber ich meine, die Werkstatt scheint ja nicht mehr weit weg zu sein. Insofern... Warte ich mal auf die Werkstatt. Da vorne ist wieder ein Schild. Vielleicht steht ja irgendwas Sinnvolles drauf. Also die Szenerie. Also, ja. Zusammen mit dem Microsoft Flight Simulator könnte SnowRunner echt so einer der Top-Simulationen, eine der Top-Simulationen werden. Da ist auch wieder ein Anhänger, ein Tankanhänger. Merken wir uns mal. Und das scheint hier die Werkstatt zu sein. Ist das die Werkstatt? Vermutlich. Ja, das ist die Werkstatt. Aber das sieht eher aus wie so eine alte Scheune hier. Das ist auch, das ist ein Bauernhof. Das ist keine Werkstatt, oder? Hm. Frachtverwaltung. Nee, Verbrauchsgüter. Das ist echt, das ist ein Hof. Das ist keine Werkstatt. Entschuldigung, wo finde ich denn hier die nächste Werkstatt? Aber es muss ja so eine Art Dorf sein. Ist da irgendwas? Da rechts noch? Nee, das ist alles... Oh, 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 oh. Ja, ich denke, hier werde ich mit dem Geländewagen hinterherfahren müssen. Also hier ist die Farm, tatsächlich. Ist denn hier noch irgendwas? Hier ist die Werkstatt bestimmt. Da muss ich hin. Hoffentlich klappt das noch. Hoffentlich komme ich da noch hin. Wir müssen uns hier jetzt wieder von Baum zu Baum hangeln. Weil man natürlich schnell stecken bleibt mit der Truck-Konfiguration. Und ich... Ui. Ich sollte auch immer... Gut, dass das keine Schadenspunkte gegeben hat. Ich sollte auch immer einen Blick auf die Tankanzeige haben. Denn auch damit scheint es langsam zu Neige zu gehen. Ich glaube da oben, da müsste es sein. Ich fahre da jetzt einfach mal hin. Sonst ist ja hier nicht viel. Und ich fahre mal hier ein bisschen weiter rechts, um nicht in diesen Schlammspuren zu sein.
Das kann man machen, wenn man ein Allrad hat. Aber nicht, wenn man hier mit bester Sommerbereifung unterwegs ist. Ah ja, hier geht's wieder besser. Gut, ich glaube, das Schlimmste ist überwunden. So, hier ist nochmal Farm. Schauen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Tankstelle. Aber es geht hier noch weiter. Ach so. Sind da denn nochmal irgendwelche Schilder? Das ist ja eine richtige Schnitzeljagd hier. Garage ist hier. Alles klar. Dann fahren wir hier lang. Vielleicht hätte ich doch... Ich tank lieber, glaube ich, vorher nochmal auf. Ha! Da vorne. Aber genau, den Wegpunkt kann ich dann auch. Das ist jetzt wirklich... Das ist wirklich heavy hier. Und da ist auch wieder ein Anhänger. Ein Tankanhänger. Den können wir vermutlich dann später auch nehmen. Mensch, obwohl ich so viel Mudrunner gespielt habe, ist das richtig Neuentdecken hier des Spiels. Obwohl das ja eigentlich ähnlich ist. Also machen wir uns nichts vor. Das ist alles gleich wie in Mudrunner. Aber es ist halt doch irgendwie ein anderes Feeling. Achso, habe ich das jetzt... Ich habe das gar nicht vollgefüllt. So, jetzt aber. Etzala. Also auch mit der Winde und sowas, die ganzen Tastaturbelegungen, das ist ziemlich ähnlich. Wer sich übrigens wundert, warum hier die ganze Zeit so ein Pfeil im Bild ist, das liegt daran, dass ich das Lenkrad angeschlossen habe und ich weiß nicht genau, wie man das einstellen kann, ob es da irgendeine Option gibt oder nicht. Ich musste mich da erstmal eingrooven, aber mir war das Lenkrad da irgendwie wichtiger. Deswegen habe ich mich jetzt dafür entschieden, das anzuschließen. Man muss aber jetzt halt mit diesem Pfeil hier leben, oder mit diesem Cursor. Ja. Die Infofenster werde ich, glaube ich, als erstes mal ausblenden. Ob das... Ja, das war klar. Ja. Vielleicht hätte ich das lieber mit dem Geländewagen machen sollen, die Werkstatt erkunden. Wisst ihr was? Ich glaube, ich mache das auch. Das hat ja keinen Zweck. Hier jetzt mit dem Truck durchzufahren, das gibt ja nichts. Vor allen Dingen, hier ist auch nichts, wo ich mich lang hangeln kann. Also, erstmal... Aber wer baut die Werkstatt dahin? Welcher Unmensch. Hier irgendwo muss die dann sein. Hier. Dann gehen wir mal in den Chevrolet rein. Und ich fahre mal dahin. Und dann sehen wir vielleicht gleich noch eine Fahrzeugrettung. Fahrzeugbergung. Aber ich würde sagen, wie wir das machen, wie wir das erleben und sehen, seht ihr dann in der nächsten Folge. Ich werde jetzt schon mal die Tour dahin unternehmen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge zur Erkundung der Werkstatt und vielleicht zum Herausziehen des Trucks und vielleicht auch noch ganz viele andere Sachen. Schreibt eure Meinung zu dem Spiel gerne in die Kommentare. Ich bin wahnsinnig gespannt. Wie gesagt, das Ganze war eine Produktplatzierung. Das heißt, ich habe ein bisschen Unterstützung für die Produktion hier des Videos bekommen. Ist aber nur die erste Folge. Das heißt, ab der nächsten Folge geht es dann ganz normal weiter. Aber das ist für mich auch ein ganz normales Video gewesen. Wenn ihr es euch kaufen wollt, schaut gerne in die Videobeschreibung. Wie gesagt, das Ganze ist ab jetzt für den PC, die Xbox One und die PS4 verfügbar. Ihr habt die ganzen Features gesehen, der detaillierte Innenraum, die individualisierten Trucks konnte man jetzt noch nicht sehen, sehen wir dann aber vermutlich in der nächsten Folge. Es gibt neues Terrain, man hat aber nach wie vor die Freiheit, selbst die Wege zu erkunden und so weiter und so fort. Die ganze Feature-List kennt ihr aus dem letzten Video. Ich danke euch fürs Zuschauen, bin gespannt auf eure Kommentare, danke euch für eure Daumen nach oben und dafür, dass ihr zugeschaut habt und sage bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.